Und weiter geht es auch schon mit dem 9. Level, dem vorletzten Level von Pflanzen vs. Zombies im Abenteuermodus. Und ich glaube, es hackt. Ja, also... Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich glaube, so... Naja. Das hier... Oh, ich habe viel zu wenig Platz, weil ich brauche das hier. Für die... Und die... Und dann habe ich noch... Soll ich die drei Katapultteile mitnehmen? Aber ich brauche mindestens eins für die und... Also ich nehme... Die hier mit. Genau. Dann nehme ich... Die hier mit. Genau, und... Ich probiere es einfach mit denen. Los geht's. Autoblätter fertig, Pflanzen. Oh nein. Neustart. Hopp. Das hier. Die hier, die müssen mit, anders geht's gar nicht. Das, ich scheiße jetzt mal auf den. Was habe ich denn jetzt? Dann nehme ich das hier mit und das hier mit und irgendwas habe ich doch vergessen. Ja, genau. Jalapeno und los geht's. Diesmal aber. Ja, man merkt so, endlich mal, kurz vor Schluss vom Spiel, wird es auch mal spannend. Wobei ich werde danach, ja nach dem Abenteuermodus, noch die ganzen anderen Rätsel und so spielen. Also, ihr könnt euch auf noch ein paar mehr Videos freuen oder euch vor ihnen fürchten, wie ihr wollt. Drei Wellen, also ich glaube, ich werde zum ersten Mal verlieren. Ich hoffe, das war jetzt keine Prognose von mir. Sonst wäre es irgendwie ein bisschen doof. Jetzt kommt der nächste schon wieder da. Was soll denn der ganze Scheiß? Die wollen mich alle verarschen. Das ist eine Verschwörung. Jetzt explodiert endlich. Boom. Hopp. Oh, Saftsack. Mach deine Butter. So bringt das nicht zu Vollhorst. So. Ja, geht doch. Ich muss meine Pflanze beleidigen, sonst... Geht gar nicht anders. Klar, die Pflanzen können nichts dafür und so, aber... Ja. Jetzt mal sofort schon diese Wassermelonen zu setzen. Ich weiß allerdings nicht, wie gut das funktionieren wird. Die sehen auf jeden Fall schon mal heftig aus und ja, die hauen auch ganz schön heftig rein, aber es dauert halt, bis ich dementsprechend viele Sonnen zusammenhaue. Jetzt kommt schon. Ich dachte, da wäre eine Geldmünze. Deswegen meine verrückten Zuckungen. Doch, kommt schon. Ich weiß nicht mal, ob das gerade klug ist, was ich hier mache. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, einfach diese Kornkatapulte weiterzubauen. Weil das hier wird jetzt gerade kritisch. Machen wir das lieber mal so. Das ist nicht so teuer. Kommt auch gleich.
gleich nach dem kommt die nächste Welle, also wäre es schön, wenn ich davor noch eins bauen könnte. Kommt schon, eine Sonne. Ist das so schwierig? Dankeschön. Ja, der geht jetzt da drauf. Oh, es kommt doch gar nicht sofort, die große Höhle. Natürlich praktisch. Da kriege ich meine Wassermelonenreihe noch fertig aufgebaut. Jetzt kommt die große Höhle. Komm, hopp. Danke! So, was mache ich denn als nächstes? Ich habe ja gar keine Dinge dabei, gar keine Mauern. Das macht die ganze Sache natürlich auch etwas komplizierter. Dann machen wir das doch mal so. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade voll auf die Reihe gehe. Ich probiere es einfach aus. Bin jetzt auch nicht so der Superspieler, wie ihr wahrscheinlich alle schon bemerkt habt. Ja, und du saugst jetzt bitte den von dem hier ein. Hallo. Ja, danke schön, danke schön. Nein, 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 nein. Haut rein, Mann. Haut rein. Einfach volle Kanne Nuff. Und der nächste, ich glaub's nicht. Die kommen ja bestellt und nicht abgeholt. Warum mache ich mir so viele von denen? Ich weiß es nicht. Damit sie gefressen werden können. Ich weiß, keine gute Erklärung, aber immerhin eine. Und der nächste. Yay. Wagen. Wie habe ich den Freund da eigentlich so schnell kaputt gekriegt? Ich weiß es nicht. Anscheinend sind diese Wassermelonen ziemlich... Boom. Ist auch gut so. Vielleicht wäre es sinnvoll, diese Reihe hier auch durch Wassermelonen auszutauschen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es trotzdem mal machen. Die zweite Welle. Jetzt wird spannend. Boah, die schaffen es nicht mal bis in die Reihe. Das ist ja mal sowas von cool. Und er klaut meinen... Oh nein, er klaut meinen Blumenkasten. Er klaut meinen Blumenkasten. Sneef. Sowas mag ich nicht, wenn man mir meinen Blumenkasten klaut. Deswegen schafft er es auch nicht. Meine Pflanzen sind sowas von übermächtig. Ich werde demnächst dann mal anfangen, in die Welt zu regieren. Mit meinen Pflanzen. Nein, du klaust ihn jetzt nicht. Oh, du... Ich sag's nicht. Bisschen Anstand habe auch ich noch. Puff, nein, doch nicht. Sehr schön. So, hier das nächste Corner. Oh, der klaut jetzt nicht wirklich so ein Teil, oder? Weil die sind so teuer. Also im Verhältnis der Wassermelone nicht so teuer, aber... Teuer, Mann. Teuer. Oh nein, du läufst jetzt nicht rein. Ich will nicht, dass du das aufbrauchst. Tötet ihn noch, tötet ihn. Komm. Oh, doofe Pflanzen, ich mache euch, bringe euch doch nicht zur Weltherrschaft. Oh, shit, 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 shit. So. Jetzt hat er natürlich trotzdem den Magneten hier gefressen.
Macht ihn tot, kommt schon. Haut ihn. Yay. Yeah. Vor euch habe ich keine Angst mehr. Vor euch nicht. Mich kann nichts und niemand mehr besiegen. Jetzt ist es egal. Wenn das die letzte Welle ist. Es heißt trotzdem nicht, dass wir hier alles klauen. Ja. Ah. Oh gut, dann läuft's da rein. Schon mal nicht schlecht. Okay, er läuft da doch nicht rein. Doch, er läuft rein. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Und... Nein, nicht kaputt hauen! Hat er da jetzt Schaden davon bekommen oder nicht? Machen wir das mal so. Ein Zettel. Wir packen das. Ich packe das. Wow, schöne Schrift. Hausbesitzer, du hast unsere Forderungen nicht erfüllt. Wenn du nicht gehorchst, sind wir gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Übergib uns sofort dein Haus und dein Gehirn. Herzlichst, Edgar Zombos. Dr. Edgar Zombos. Jawoll, ja. Hört sich dementsprechend nach einem Bosskampf hier an, ne? Gegen Dr. Edgar. Edgar. Heißt du nicht bei Frankenstein der Gehilfe? Nee, der heißt irgendwie anders. Keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir Dr. Edgar im nächsten Video kräftig in sein Allerwertesten treten. Wir sehen uns. Bis dann.